Hallo, mein Name ist Ladislav Beran, ich komme aus Prag, aus Tschechien und ich bin sehr froh, dass ich einen großen Gruß für die Moviecops sagen soll. Also viel Erfolg, schöne Arbeit, Gesundheit und alles Paletti. Ade miteinander, ciao. Willkommen bei den Moviecops, willkommen zurück bei uns bei einem Special, wo schon wir wieder. Einerseits genau, ich hallo Petko, ein Special, wo uns einerseits ein bisschen am Herzen liegt und wir andererseits auch einen guten Grund für haben und es geht um Hellboy. Hellboy. Ja, also wir haben ja auf den Movie Days, unglaublich, wir sind auf den Movie Days gesehen. Wir haben gesagt, der Gag bringen wir nicht mehr. Ja, aber ich dachte, ich muss es doch nochmal bringen. Wir sind auf den Movie Days gesehen und haben ja dort ein Interview mit dem Ladislav Beran geführt, wo ja im ersten Hellboy der Karl Ruprecht Krönen. Genau, da der Urmann mit dem Nazi-Roboter. Ja, der Nazi-Roboter irgendetwas mit den Schwertern gespielt. Dann haben wir mit ihm ein langes Interview geführt und haben jetzt irgendwie noch eine Möglichkeit gesucht, wie wir das Interview verwerten können, weil es ist halt so, er hat eigentlich nur in Hellboy richtig mitgemacht. Das ist eigentlich seine Rolle. Ja, sonst ist er eigentlich eher hinter der Kulisse. Er ist irgendwie der Tanzchoreograf von Margot Riemann. Und dort auch in jedem Musical dabei? Jeden Musical dabei. Hat er auch bald wieder. Aber das hast du irgendetwas Neues machen? Genau, hat in der Tschechei hat er irgendwie so eine eigene Game Factory am Laufen, wo man mit Kindern, wo noch mit Kinderschaften und alles drum und dran. Also hast du hinter der Kulisse tätig, der Monsieur. Sehr sympathisch. Und das haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, wie wir das Interview können unterbringen. Und haben einfach spontan beschlossen, wir machen ein Hellboy Special. Genau. Vorher, das muss ich noch schnell sagen, das ist in Blade 2 ist natürlich auch ein bisschen mit einer kleinen Rolle, ganz klein vor der Kamera gesehen, hat aber auch für Kampfchoreografie gesorgt. Und hat dann in ein paar anderen Filmen ist er auch noch ganz, ganz klein gesehen. Aber seine Rolle ist halt schon Hellboy. Genau. Und er ist Kampfchoreograf, Tänzer. Und dazu ein super sympathischer Typ von Deutschka. Wo Deutschka? Sogar ein bisschen Schweizerdeutsch, weil er eben mit Margot Riemann zusammenarbeitet. Und wir haben jetzt einfach gedacht, wir machen so ein Special über Hellboy. Einer von den coolsten Superhelden, also Comic-Superhelden, die es eigentlich gibt. Und Hellboy ist gegründet worden, also erfunden worden von Mike Mignola, Comics-Künstler. Ist ja dann bei Crosscult, sind ja wunderbare Comic im schönen Hardcover-Format rausgekommen. Und speziell am Hellboy-Universum ist ja wirklich das, dass eben irgendwie, erst einmal der Hellboy ist also der typische Anti-Held. Er hat ja nie wirklich Bock, er hat ein Fable für Katzen, er raucht, er isst Junkfood. Wobei Fable für Katzen nicht wie Alf? Nein, also nicht kulinarisch, sondern er liebt sie einfach als Kuscheltierli. Und das Hellboy-Universum, das setzt sich so wirklich aus den verschiedensten Versatzstücken aus der Geschichte von H.P. Lovecraft eigentlich zusammen. Und tut auch immer wieder so klassische Horror-Themen sich bedienen, aber ist sehr im Oldschool verfrachtet. In dieser Hinsicht empfehle ich wirklich die zwei ganz, ganz dicken Bänder Geschichten aus dem Hellboy-Universum. Wo du auch eins von, glaube ich, präsentiert hast oder darauf gezeigt hast in unserem Movie Day Special 1. Wo jetzt unterdessen aber zwei Dosen sind und beide extrem limitiert und bekommen damit zu tot schlagen. Also Movie Day Special 1 nochmal schauen, wenn ihr wollt wissen, welches Buch genau. Und dann hat ja der Guillermo del Toro sich dann irgendwann mal dieser ganzen Hellboy-Geschichte angenommen, hat den ersten Hellboy gemacht, mit Ron Perlman als Hellboy. Geniale Rolle. Ron Perlman endlich einmal die Rolle bekommen hat, die er verdient hat, und zwar schon lange. Und das war eigentlich auch seine Lieblingsrolle gewesen. Und eben Selma Blair ist dabei, John Hurt und so weiter und eben Ladislav. Der Film ist leider im Kino nicht so erfolgreich gewesen, hat ja dann erst eigentlich auf dem Heimmarkt sein Geld eingespielt, hat sich dann irgendwie so zu einem Kultfilm entwickelt, sodass der Guillermo del Toro dann später einen zweiten Teil nachfolgen hat, nämlich Hellboy 2, die Goldene Armee. Genau. Wieder mit dem Ron Perlman, ja. Ja. Aufwendiger, mehr Action, aber immer noch der gleiche menschliche Humor, der auch schon den ersten Teil ausgezeichnet hat. Von der Geschichte hat mir der erste ein bisschen besser gefallen als der zweite, ganz klar. Er ist stilistischer, er ist atmosphärischer, der zweite Teil ist halt hinterher halt drauf. Und leider, und das ist der andere Punkt, der zweite Teil endet ja irgendwann fast mit einem Cliffhanger. Verweist eigentlich auf den dritten Teil, auf den man eigentlich bis jetzt wartet, also der Ron Perlman will... Perlman, Gott im Himmel nochmal. Willem, ich nenne nur noch Ron, also der Ron Willem. Ron Willemsen. Und der Toro eigentlich auch, aber jetzt hat er ein Zeitproblem und jetzt ist er gerade bei Pacific Rim leider... Völlig eingespannt, ja. Nein, vor allem gestrandet leider. Also der Film hat bis auf Asien nie gut Geld eingespielt. Das heisst, es wird ein bisschen schwerer werden für den Monsieur Budget zu kriegen für einen Hellboy 3. Aber wir hoffen es, dass er kommt. Absolut, ja. also viel mehr als Pacific Rim, muss ich auch zugeben, ich habe es nicht geschafft ins Kino zu gehen, weil ich habe irgendwie so schnell durchgesaust. Ja, aber ja. Werden wir aber im Heimkino 100%
Wir werden dann auch besprechen, denke ich einmal. Oder ich würde dann gerne besprechen. Das ist jetzt schon eine Ankündigung. Was man vielleicht zum Hellboy noch sagen, was man vielleicht ganz kurz, was man zum Hellboy vielleicht noch sagen muss für alle, die den Film gesehen haben, es gibt auch Animationsfilme, also so 60, 70 Minütig, die sind etwas recht sehenswert, vor allem überraschend düster. Sind sie? Weil ich muss sagen, die haben mich nicht gelacht. Ja, die sind sehr sehenswert, ich habe es Vergnügen gehabt, beide zu besprechen. Ich glaube, es gibt zwei. Namen sind mir gerade empfohlen, googelt. Sind sehr sehenswert. Oder Jahudelt. Jahudelt. Und auch hier und da überraschend düster, also nicht wirklich für Kinder geeignet. Also in der Show ab 12 ist ja schon die ganz richtige Masche. Ja gut, also der Film an sich, ja klar, der Film an sich kann man jetzt eh noch einmal Jugendlichen zeigen, weil wegen Humor und so, aber auch dort hat es gewisse Sprüche, die ich muss auch ab 12, also so ab 12, 16, ja. Und eben Comic. Jeder, der mit Comic etwas anfangen kann, muss das eigentlich lesen. Also Hellboy ist... Und da gibt es ja auch schon jetzt jenste Crossover, also... Vom Hellboy-Universum. Nein, es ist für mich auch, also ich habe von Hellboy keine Ahnung gehabt, also nicht so wie du. Ich habe einfach gesehen, Ron Perlman hat endlich eine Hauptrolle. Go for it, das will ich sehen. Mhm. Weil ich habe immer gerne gesehen, er ist für mich aber immer ein bisschen, grundsätzlich vor Hellboy ist er immer ein bisschen der Böse gewesen. Man sieht es auch in Blade 2, da ist er eigentlich der Arsch in der Gruppe. Spielt er einen Bösewicht. Er ist ja vorher auch immer der Ron Perlman, ist ja wirklich bekannt dafür als der Mann hinter der Maske. Weil er oftmals Rollen gespielt hat, wo er hinter der Maske steckt. Also sie, die Serie da, die Schön und das Biest, wo er ja eigentlich fast nicht zu erkennen ist. Er ist im Namen der Rose dabei, als Buckliger, den du irgendwie fast nicht erkennst. Und von dem her passt es auch, dass er im Hellboy eigentlich auch eine Maske hat, aber dort siehst du wenigstens seine Gesichtszüge. Gerade in Alien Resurrection und dann Blade 2 hat man dann sein Gesicht wirklich gesehen, aber seine Rolle ist ähnlich wie die vorherigen. Angekleidet halt und den Hellboy haben jetzt halt zum ersten Mal als Sympathieträger gesehen. Und das ist halt seine einzige Big-Budget-Rolle, wo er die Hauptrolle hat. Genau. Weil er ist auch heute noch eher im B-Movie-Bereich unterwegs, wenn er nicht gerade in Sons of Anarchy, der TV-Serie mit den Bikers. Er hat später noch eine interessante Low-Budget-Produktion gemacht, die The Last Winter geheißen hat, die mir auch sehr gut gefallen hat, von der Thematik und von der Geschichte her, wie sie sich entwickelt. Mutant Chronicles ist schon dabei gewesen. Mutant Chronicles, natürlich. Chronicles, toll. Dort noch. Und die andere mit dem Film. Thomas Jane natürlich zusammen dort. Und die einzige andere Film. Ah ja, und apropos Thomas Jane, vielleicht für alle, die noch auf YouTube suchen wollen, suchen mal nach dem Kurzfilm von Thomas Jane, panischer Kurzfilm, den er gemacht hat. Dort ist nämlich der Ron Perlman auch zu sehen. In einer kleinen Rolle. So ein 10-minütiger Kurzfilm, härter als der Punisher-Film, den der Thomas Jane gemacht hat. Ich muss nur sagen, ich finde das super, dass wir so eine Sendung machen, weil so Zeugs erzählt mir so Schnitt. Da haben wir mal drüber geredet, aber ist mir vermutlich nicht zugelassen. Machen wir es so, wir blenden den Link unten ein. Wir blenden den Link zu diesem Kurzfilm unten ein. Oder sagen wir das Suchwort, weil die Links abzuschreiben für YouTube-Links ist manchmal ein bisschen schwierig. Oder das Suchwort. Oder noch besser, gehen auf unsere Homepage. Dort verlinken wir es. Klickt nach, schauen da. Da ist nämlich Thomas Jane, Ron Perlman. Besser als alle Punisher, die man bisher gesehen hat. Laundry, genau, Laundry heisst der Film. Besser auch als der letzte Punisher? Ja. Okay. Weil er ist so nach am Comic, so hart, baff, in die Fresse. Gut. Jetzt hat er mich auch neugierig gemacht. Ja. Also. Okay, und ich denke mal, das ist genau der Moment, wo wir können sagen, zeigen wir doch jetzt das Interview. Genug gequatscht, gehen wir uns ans Eingemachte. So, wir stehen jetzt hier mit Ladislav Beran, für uns vor allem bekannt aus Hellboy und Blade 2 haben wir auch gesehen und viele schöne Kampfchoreografien haben wir auch schon von ihm sehen dürfen, aber ich greife vorweg, ich gebe jetzt mal lieber rüber an den Badcop. Ja, du hast ja du kannst ja Deutsch sprechen mal, das ist ganz wichtig. Ja, sicher doch. Ja, sicher doch, weil du arbeitest auch in der Schweiz. Richtig? Ja, stimmt, seit 90er Jahren, ich arbeite mit Kipku Produktion, mit Marki Schneider und Marco Rima vor allem, also Ahoi Marco. Und wie kommt man in Hellboy? Wie kommst du, dass du die Chance bekommen hast, in Hellboy zu spielen? Das war, ich muss ein bisschen anders starten. Im Jahr 2002 ungefähr. Das war ein Casting in Prag für Blade 2. Mhm. Also ich war dabei als Tänzer, weil sie haben die Reapers gesucht. Also ungefähr 200 Tänzer war dabei, ich auch, und ich habe gewonnen. Und also ich habe diese Arbeit bekommen als Reaper, als Tänzer. Und später immer noch, ich rede von Blade 2, die Choreografie für die Reapers, das sollte ein Amerikaner machen. Aber das war Cancel, sorry, weiß ich nicht auf Deutsch jetzt. Ja, aber abgesagt. Abgesagt, genau, ja, abgesagt. Ja.
Und die Produzenten Patrick Palmer und Regisseur Guillermo del Toro, sie versuchten in Tschechien, in Prag, jemanden einfach suchen, finden. Und sie haben mich gefragt, ob ich etwas machen möchte und so und kann. Also für mich, das war eine große Chance und hey, das war super. Also ich habe etwas vorbereitet, gezeigt und geklappt. Also meine Hauptaufgabe, Hauptarbeit bei Blade 2 war die Choreografien für die Reapers. Also. Den Reapern sozusagen. Ja, genau. Und nach Blade 2, das ist 2 Jahre später, schon wieder Guillermo, schon wieder in Prag, diesmal ohne Casting, weil er hat mir gerade einfach ein Angebot, die Figur von Also das war das Bekannte, das Telefon hat geklingelt, genau, mehr. Genau, hi, hey. Hier ist Guillermo del Toro. Na, das war die Agentin Nancy Bishop in Tschechien, okay. Und hi Lady, how are you, I'm fine, okay. Bla 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 und sie hat mir diese tolle Nachricht gesagt. Ruprecht, ja. Ja, ich war eine Woche besoffen. Das war so toll, weißt du. Nur eine Woche? Ich wäre 2 besoffen gewesen. Das reicht, dann musste ich schon die Sachen vorbereiten. Nee, nicht drehen, aber also das ist so passiert, ja. Also erst Blade, Casting, kann man sagen, Zufall. Und nach Blade 2 schon einfach Engagement. Von Guillermo. Als du die Rolle als Karl Ruprecht übernommen hast, hättest du damit gedacht, dass die Fans so positiv auf dich auch reagieren? Weil das ist eine absolute Kultrolle. Ja, weißt du, es ist schwer zu sagen, weil, okay, früher, ich habe gedacht, okay, diese Figur kann man interessant sein, aber es ist, wir haben gestartet mit Figuren, mit Nazi, und dann, okay, mindestens die Sache, die sehr interessant war, ich sollte, okay, das war die Idee, dass er einfach auch Deutsch redet. Mhm. Manchmal, selten, ein paar Wörter, aber das war auch abgesagt, weil Guillermo war überzeugt und das war bestätigt, dass okay, nichts zu sagen. Das ist gefährlicher. Das ist mehr Geheimnis, ja. Ja, es ist mehr, ja. Nehmen wir mal als Beispiel Michael Myers, Jason Voorhees, die sprechen ja alle auch nicht. Ja, genau. Genau wegen dem, genau. Es ist viel unheimlicher. Also wir entwickeln zusammen mit Guillermo die Figur weiter und weiter, Schritt nach dem Schritt, Tag nach dem Tag und ja, Ergebnis, ihr kennt das, ja, also... Jetzt muss ich eine persönliche Frage stellen. Als ich den Film sah und Karl Ruprecht, er ist gefährlich, er ist böse, dann kommt der Kampf gegen Hellboy und er ist sehr schnell und kurz. Du hast nicht wirklich sehr viele Chancen gegen Hellboy. Das fand ich so schade, weil ich dachte, eigentlich müsste Karl Ruprecht Hellboy viel mehr zu schaffen machen im Kampf. Was sagst du über deinen Abgang sozusagen im Film? Es ist schwer zu sagen. Ich war auch überrascht, weil für mich, okay, wenn ich das Film nehme, es stört für Krennen fast nichts, ja. Ich bin voll von Staub und diese Sachen. Also ich war überrascht, dass er ist gestorben so einfach, kann ja, man sagen. Ja, ist ganz einfach, wirklich. Ja, also ich habe immer erwartet, hey, ne, es muss noch andere sein, es kommt noch weiter. Nein, schade. Sehr, sehr schade. Ja. Hast du eine Frage? Du bist so ruhig, ja? Ich bin so ruhig. Wieso? Ja, du stellst all die Fragen, die ich stellen will, stellst du hier schon. Ja, weil du redest immer und er sieht nein, soll ich weg? Nein, okay, warte, stopp, okay, ich geh weg. Okay, wechseln. Reden wir mal. Wechseln. Okay, eine Frage habe ich noch zu Hellboy, was aufgefallen ist und was mir sehr gefallen, die erste Szene, die noch im Zweiten Weltkrieg spielt. An dieser Ruine, wo alles so bläulich dunkel ist. Der erste Auftritt von Karl Ruprecht ist ja richtig dieses mit den 2 langen Klingen rausstehen und zack, ich bin da. Und das ist ja so der Moment, wo man merkt, wow, was ist das? Und später dann hat die Waffe aber gewechselt im Film. Was hat es damit auf sich? War das im Drehbuch so vorgesehen? Ist das aufgrund des Zeitsprunges oder gab es auch andere Gründe? Das war schon ein Buch. Das war schon vom Anfang klar, es wird so sein. Also, und für mich persönlich, diesen Klamotten, diese Sachen, es kam mir ein bisschen langweilig, weißt ihr. Also die Schwerten, wie kann man sagen, Tonfa, das ist das Prinzip ist von Policeman, weißt du, diese Sachen. Das ist mir interessant gekommen, weil das ist okay, etwas anderes. Bisschen Asien kann man sagen. Und Martial Art und diese Kampfszene, das habe ich, ich liebe es immer, weißt du. Also für mich, diese Schwerten, das war mehr kreativ, kann man sagen, als die, das ist zu statisch, das ist, kann man sagen, ein bisschen oldschool. Also okay, wenn ich das... Wenn ich davon noch etwas sagen soll, okay, Zweiter Weltkrieg,
oldschool und dann ein bisschen Änderung, Entwicklung, okay, trendy. Es ist schon auch ein Zeichen für diese Entwicklung. Ja, ja, aber es war schon seit Anfang so geschrieben, so gemacht, dass Okat, er wird damit gestartet und dann plötzlich überraschig. Und okay, zwei Blades, rotating. Wirkt dynamisch. Tolle Idee. Sehr dynamisch, ja, und ja, sieht ja, sehr gut das aus. Das ist das Wort, super. Oh, so, passt oder nicht, ich bin wieder da. Er ist zurück. Oh nein, er ist zurück. Aber ich muss noch eine Frage stellen, bevor du wieder darfst. Und zwar jetzt haben wir viel über Hellboy geredet, ja, und diese bösen Rollen, diese Action-Szenen. Und wenn man dann weiß, du arbeitest mit Marco Rima zusammen, das steht für mich in einem großen Kontrast. Mhm. Wobei, ich denke so, diese Choreografie und dass du Tänzer bist, da ist das Bindeglied, oder? Richtig? Ja, stimmt, ja. Das muss man ein bisschen unterscheiden, die Arbeiten, die Choreografien für das Theater und für das Film. Und ich muss sagen, ich arbeitete die ganze Zeit vor allem für das Theater und für Events, kommerzielle Werbungen und so. Und das Film, das ist immer für mich ein Bonus, etwas anderes, ja. Also zum Beispiel mit Marco Rima, das war 90er Jahren, 1991, glaube ich, wir haben in Zug gestartet mit Keep Cool, ja. Comedy Show. Dann wir haben das ziemlich erfolgreich in der Schweiz gespielt, dann noch Tournee in Deutschland. Nachher kommt, und da war, bin ich als Tänzer, Uno Dance Company. Und Choreografie hat unser Chef Richard Hess. Und dann ist Marco gefragt, später nach 10 Jahren ungefähr, 1998, glaube ich, Hank Hoover, die neue Show von Marco Rima. Und diese Choreografie habe ich schon gemacht. Das war meine, kann man sagen, erste Choreografie, große Choreografie. Nicht nur ein Tanznummer, sondern einfach die Vorstellung, ja genau, gesamt. Und ich glaube, das ist gut geklappt, auch in der Schweiz, auch in Deutschland Tour gemacht. Und letzte Arbeit, die ich für Marco Rima und mit Marco Rima gemacht habe, das war die Patienten. Und das war total etwas anderes, immer gleich, kann man sagen, der Stil und Humor und bla bla bla. Es ist immer gleich und hat sehr großen Spaß gemacht. War ein bisschen anders als, oder kann nicht ein bisschen, total anders als Hank Hoover. Mhm. Es ist, aber das kann man nicht beschreiben, man muss einfach sehen. Anderes, ja, das, genau. Und jetzt es sieht so aus. Ah, freeze, okay. Okay, keine Panik, keine Stress. Und jetzt. Okay. Okay, ein Unterbruch, okay. Ja, es ist wichtig, dass hier aufgeräumt wird mit komischen Subjekten. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Okay, danke. Und jetzt, wir reden mit Marco Rima. Er möchte ein neues Projekt machen, nächstes Jahr, 2014. Mehr möchte ich lieber nicht sagen, weil es ein bisschen Geheimnis, ja. Und Marco Rima wird das selbst sagen. Das bin total sicher. Also es sieht so aus, ich werde die Choreografie für nächstes Projekt mit Marco Rima und für Marco Rima machen. Also ich freue mich sehr, nach Schweiz schon wieder zu fahren und Schweiz mag ich. Das kann man sagen, zweite Heimat, super. Magst du Fondue, Raclette? Hey, ja. Ne, Schweizer Küche, muss ich sagen, sie ist sehr cremig, diese Käse. Ja. Ne, echt, ja. Das mag ich. Das habe ich noch nie gehört, aber jetzt, wo du sagst, ja, Schweizer Küche, cremig. Cremig, das ist Werbespruch. Alles. Das sagt alles. Schweizer Küche ist cremig. Ja. Lass ich mir patentieren. Das ist super. Kann man sagen. Und wir werden dann, jetzt sind wir halt unter Zugzwang, wir werden also Marco Rima selbst noch fragen müssen, irgendwann, am Ende schauen, ob wir das schaffen. Ja, mal schauen, ob... So, vor nächstes Jahr mal. Jetzt, letzte Frage, wenn du so an einer Convention wie hier bist, wie ist es, die Fans zu treffen? Denkst du ab und zu, wow, bist du überrascht, dass die so hingebungsvoll auch an deine Rolle sind, sozusagen, oder okay, wie ist es? Wenn ich recht sagen soll, in Tschechien nach Blade 2 oder Hellboy, die Reaktionen, keine. Ach. Echt, kein alle Fanclub. Neidisch, oder was? Nein, gar nichts, keine Interview, aber es ist einfach Tschechien, weißt du, und weißt ihr. Und ich war sehr positiv überrascht, dass es dauert nicht so lange, spätestens 1,5 Jahre. Ich meine, diese Convention hier in Deutschland, ich war auch zweimal in England
Und es war so toll und ich war echt überrascht, dass die Leute kommen, sind gekommen und hey, es freut mich, Herr Ladislav Beran und bla bla bla, bitte unterschreiben. Und ja, gerne, weißt, ich habe das nicht erlebt in Tschechien, bis keine Chance, keine Möglichkeit. War balsam also, für die Seele, balsam für die Seele sozusagen. Ja, es ist sehr angenehm, muss ich sagen, sehr, sehr schön, sehr angenehm und die Leute, die diese Convention besuchen, das ist sowieso eine große und nette Familie. Das ist, du bist, ihr seid hier, ihr seht das, ja, das ist sehr schön, das ist Ausflug. Unterhaltung macht Spaß, sehr angenehm. Wir sind alle aus dem gleichen Grund hier. Das perfektes Schlusswort, ehrlich gesagt. Schöner kann man sich sagen. Meinst du? Okay. Ja, ich denke mal. Gut, sehr gut. Ja. Weiterhin viel Erfolg. Ja, gleichfalls. Und schönen Tag nach Schwyz. Ade. So, das war jetzt das längere Gespräch mit dem Ladislav gesehen. Mhm. Hochinteressant. Wie gesagt, ich habe ihn super sympathisch gefunden. Unsere Maschine hat seit diesem Tag heisst jetzt LL Maschine. Musst du vielleicht noch übersetzen? Es ist nicht Ladies Love, sondern Ladies Love Loves. The Machine. Nein, und die zwei, die ihn interviewt haben, das Ladies Love, extrem sympathische Kerl und so. Also, die haben, merkt man, recht Ahnung von der Materie. Absolut. Also Eigenlob stimmt. Also wir haben mit ihm auch noch ein bisschen neben dem Interview geschwätzt am Abend und so. Er hat viel zu erzählen und es ist sehr interessant. Mal, wenn du mal die Chance hast, ihn zu treffen an einer Filmconvention oder so, schnell mal. Macht's los. Er wird sicher nicht Nein sagen, er ist ein sehr offener Typ. Der freut sich über jeden Fan, der zusammenkommt und sagt: Hey, ich will ein bisschen mit dir reden, Hellboy, bla 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 und so. Ja. Bis zum nächsten Mal. Einen guten.